Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Hier ist das die DAX-Analyse für Mittwoch, den nun 1.3.2023. Unser DAX muss hier zeigen, ob er seine Seitwärtsspanne, seine Range hier weiter gehalten bekommt oder ob die langsam reißt. Ich hatte gestern schon mal einen kleinen Exkurs gegeben, beziehungsweise eigentlich, ja, was heißt Exkurs? Wir haben gesagt, dass vom Timing her, insbesondere mit diesem unten Anreißen, der jetzt eigentlich wirklich reif ist, das Ding hier rauszunehmen. Ich hatte erwartet, dass er zum Dienstag drüber sticht, dass er sich aber durchaus auch nochmal ein bisschen Schwung holen kann. Wir hatten gesagt 300 bis 270. Das wäre jetzt nochmal Supportzone, um sich nach oben zu schleudern, um dann auch, um sich lang zu strecken, auch über die 550 drüber. Er sollte eben bitte nur nicht unter 300, unter 270 zurück. Um sonst nicht, ja, also was heißt, er sollte einen Schruck, darf das natürlich gerne machen, aber wenn er das machen würde, dann wird er sich eben nach unten einteasern und hier quasi die SKS in die Auflösung treiben. Soweit, so gut. Haben wir im Grunde genommen Inside Day bekommen, also einen Handelstag in der Handelsspanne des Vortages, somit ein Tag ohne neues Trading-Signal. Wenn wir betrachten, wie er verlaufen oder wie er gelaufen ist, haben wir aber im Gegensatz zu der dynamischen Aufwärtsbewegung vom Montag jetzt wirklich nur einen Seitwärtsausladen zur Seite und das kann durchaus noch eine weitere Aufwärtswelle nach sich ziehen jetzt, auch zum Mittwoch. Das heißt, sollte uns der Mittwoch nochmal etwas flacher reinstarten und sich relativ zügig mobilisiert bekommen, auch nach 10 Uhr, nach 11 Uhr neue Tageshochs wieder reintreten und sich über, was ist das hier, 9, über 15,93, über 15,400 zurückkämpfen, würde ich dann tatsächlich erwarten, dass er die nächste Welle antritt. Erstmal bis 94, 510 und dann später auch weiter 550, 565, 580 da in den Bereich hier oben einläuft. Wahrscheinlich von dort auch erstmal wieder nur zurückzuckt, aber das wäre erstmal mein nächster Zielbereich, wenn er sich jetzt hier aufgedreht bekommt. Sollte uns aber unter die 270 wegkippen, bleibe ich weiter dabei. Dann geht hier zunächst das Gap zu auf 230 und dann wird er darunter eben Ziele bei 15,150, 15,100 aktivieren. Und dann wäre die SKS schon einen weiteren Schritt in der Auflösung drin. So, und von daher ist wichtig, stehen wir über 15,400, ich sag mal 10 Uhr, 11 Uhr, oder stehen wir unter vielleicht sogar 15,300 unter 15,270, das sind die nächsten Signalgeber hier, auf die sollte man dann entsprechend auch noch warten. Ne, nicht zu viel aus der Range machen ohne klare Signallage. Solange wie die Range eben noch existiert sie. Ja, und von daher belassen wir es einfach dabei. Wünsche ich euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.